Wir haben heute hier die traditionelle Kiellegung eines neuen Seenotkreuzers mit Tochterboot begangen. Eines Typschiffs einer völlig neu konstruierten Seenotkreuzerklasse, die 28 Meter lang ist. Und das Typschiff soll zu unserem Jubiläum im kommenden Jahr getauft und in Dienst gestellt werden. Ja, früher hat man den Kiel tatsächlich gelegt und dann das Schiff ja auf dem Helgen gebaut und irgendwann die Decksplatte oben drauf gelegt. Heute macht man es bei Seenotkreuzern, bei diesen modernen Schiffen umgekehrt. Man baut sie tatsächlich Kiel oben. Das heißt, man beginnt mit dem Hauptdeck und baut dann Richtung Kiel weiter nach oben, über Kopf, und dreht dann den fertigen Rumpf eines Tages und führt ihn mit den parallel entstehenden Aufbauten zusammen. Unsere Jubiläumsmedaille, die haben wir heute hier auf dem Hauptdeck eingelegt und sie ist dann verschweißt worden. Sie zeigt unser bekanntes Sammelschiffchen und sie soll den Schiffbauern, wie auch natürlich Schiff und Besatzung, nachher im Einsatz Glück verheißen. Das ist eine Schiffbautradition, dass man einem neuen Schiff eine Münze mitgibt. Ja, früher wurde diese Münze oder Medaille unter den Kiel gelegt und dadurch, dass ganz normal klassisch Kiel unten gebaut wurde, im Vergleich zu heute eben Kiel oben, hat sich früher das Gewicht dann nach und nach erhöht und die Münze wurde plattgedrückt. Das geht heute bei der Kiel oben Bauweise eben nicht mehr. Deswegen ist die Medaille mit dem Sammelschiffchen jetzt hier eingelegt worden und direkt verschweißt worden und wird so fest und sicher jeden Einsatz mitmachen.